Oh, die Sonne ist heute aber heiß. Selbst deine Mütze kann mich nicht schützen. Da ist Carrie wohl besser vorbereitet. Es ist schön, sich zu sonnen. Aber passt auf die Sonne auf. Wir brauchen einen schattigen Platz. Und wie stellen wir das an? Wir haben auch kein Wasser mehr. Es wird langsam zu heiß. Vielleicht kann das Meer helfen. Es gibt aber auch Hindernisse, die wir für ein Heck benutzen können. Carrie und Emily wissen, was sie machen können. Diese drei Holzstäbe sind großartige Stützen für ein Zelt. Und wir können das Dach aus einer Decke herstellen. Legt die Stäbe so in den Sand. Jetzt braucht ihr eine Schnur und Stäbe. Verbindet die Stäbe, um diese Form zu bilden. Legt das Stück Stoff darauf, dehnt es und sichert es mit Spießen. Okay, ihr könnt euch darunter verstecken. Dieses gemütliche Zelt schützt euch vor der Sonne. Wenn ich doch nur eine Meerjungfrau wäre, mit deiner schönen, glänzenden Meerjungfrauenflosse. Das wäre ein Traum. Niki weiß, wie es geht. Ihr braucht nur ein Stück dickes Plastik, eine Papierschablone einer Meerjungfrauenflosse und Wasserschuhe. Zeichnet den Umriss der Papierschablone nach und schneidet es aus. Macht zwei identische Teile und klebt alles zusammen. Verbindet die Schuhe mit Kabelbindern und klebt die Schuhe dann auf die Flosse. Nehmt jetzt ein Stück glänzenden Stoff mit Pailletten und dekoriert die Flosse. Ihr habt ein neues Mode-Accessoire im Wasser. Wow, endlich! Jetzt habe ich endlich eine Meerjungfrauenflosse. Macht erstmal eine Pause und esst eine Kleinigkeit. Essen am Strand ist ein Muss. Aber es ist schwer, Niki aus dem Wasser zu holen. Sie liebt es zu schwimmen. Warum machst du kein Foto von mir unter Wasser? Mit diesem Behälter? Oh, coole Idee! Und aus einem Snackbehälter wird ein Behälter für Unterwasserfotografie. Legt das Smartphone hinein und macht tolle Fotos. Jetzt braucht ihr keine speziellen Geräte mehr, um ein Unterwasserfoto aufzunehmen. Alles, was ihr tun müsst, ist eure Hand mit dem Smartphone in den Behälter zu legen. Ihr erhaltet ein lustiges, sprudelndes Fotoshooting. Wenn Eis in der heißen Sonne auf der Decke liegt, werdet ihr natürlich enttäuscht sein. Aber wenn mir das Leben geschmolzenes Eis gibt, mache ich daraus ein Milchshake. Gießt das Eis einfach in einen Plastikbecher. Oh, eine Tafel Schokolade ist auch geschmolzen. Es ist so heiß heute. Gut, die brauchen wir auch für unseren Shake. Was für ein tolles Topping. Jetzt brauchen wir noch ein paar Strohhalme. Und ein leckerer Milchshake ist fertig. Wow, es sind viele Leute am Strand. Ein Glück haben wir noch einen guten Platz gefunden. Wir müssen uns noch um das Handtuch kümmern, aber es versucht immer, durch den Wind wegzufliegen. Um diese Situation zu vermeiden, könnt ihr Emilys Lifehack ausprobieren. Ihr braucht ein Strandtuch und ein Stück Isolierfolie. Breitet das Handtuch so aus und legt drei Isolierstücke darauf. Tragt dann Heißkleber auf und befestigt die Isolierung. Faltet es so. Nehmt jetzt ein dickes Seil, befestigt es auf beiden Seiten der Matte und formt auch Griffe. Eure tragbare Strandmatte ist fertig. Das ist super einfach. Nur, dass Niki nicht sehr glücklich aussieht, da ihr normales Handtuch im Vergleich zu Emilys weicher Sonnenliege super unbequem ist. Wenn ihr euch vergessen habt zu rasieren, kann das sehr peinlich sein. Ich habe Achselhaare. Aber es gibt keine Möglichkeit, sie direkt am Strand zu entfernen. Komm schon, das ist doch egal. Nein, ist es nicht? Emily kennt den Notfallhack. Nehmt einfach ein Lolli. Es fühlt sich vielleicht nicht so gut an, aber die Haare sind immerhin weg. Vergesst aber nicht, dasselbe mit der anderen Seite zu tun. Wow, danke! Ein weiteres Strandproblem. Ein Hut, der die ganze Zeit wegfliegt. Wenn ihr keine Lust mehr habt, dem Hut hinterherzurennen,
wird euch diese Idee bestimmt helfen. Ihr braucht zwei Bänder, eine Nadel und einen Faden. Ich habe immer alles bei mir. Näht die Bänder an das Innenfutter des Hutes. Jetzt kann mein Hut nicht mehr entkommen. Es ist nicht nur ein Hut, es ist ein modisches Accessoire. Hey, du siehst schick aus. Oh, ein warmes Getränk. Das kann ich nicht trinken. Es ist viel besser, wenn ihr eine Kühltasche dabei habt. So bleiben eure Getränke auch am Strand angenehm kühl. Um diese Tasche herzustellen, braucht ihr einen großen, runden Behälter. Entfernt erstmal den Deckel, zeichnet den Umriss auf ein Stück Isolierfolie nach und schneidet es aus. Ihr braucht zwei Kreise. Legt einen davon auf den Boden des Behälters und wickelt die Wände auch mit einem Isolierstoff ein. Benutzt dann Heißkleber, klebt einen Isolierfolienkreis auf den Deckel und ihr seid fertig. Schließt den Deckel und befestigt einen Griff aus einem Gürtelriemen. Die Kühltasche ist fertig. Um eure Lieblingsgetränke kühl zu halten, könnt ihr etwas Eis in den Behälter geben. Das ist die perfekte Temperatur und so erfrischend. Ich komme aus dem Wasser und so viele Algen sind in meinen Haaren. Danach möchte ich nur noch meine Haare waschen. Wie wär's mit einer Dusche? Klingt gut. Wir stellen selber eine Dusche her. Ihr braucht eine große Flasche Wasser und eine Ahle. Macht Löcher in die Flasche und die Dusche ist fertig. Ihr braucht aber noch Hilfe von eurer Freundin. Das tut gut. Es ist so schön, die Algen und den Sand abzuwaschen. Wer mag es nicht, gerne auf einer Luftmatratze zu schwimmen? Aber niemand mag es, die Luft rauszulassen. Ja, das kann wirklich nerven. Hey, Carrie, hör auf, dich selbst zu quälen. Verwende einfach einen Binderclip. Bring den Clip auf dem Ventil an. Und die Luft wird von selbst aus der Matratze kommen. Der Lifehack funktioniert wirklich. Die Matratze ist in Sekunden geschrumpft. Ich liebe es zu tauchen. Es gibt so viele Dinge, die ihr unter Wasser sehen könnt. Aber es gibt ein Problem. Eine beschlagene Brille. Oh nein, ich kann nichts mehr erkennen. Carrie braucht etwas, damit sie die Taucherbrille sauber wischen kann. Ah, ich habe schon eine Idee. Tragt etwas Rasierschaum auf die Innenseite der Brille auf. Und wischt es ab. Jetzt könnt ihr wieder tauchen. Wow, jetzt sehe ich alles viel besser. Ich kann alles erkennen. Warum sitzt du nur da? Lass uns schwimmen gehen. Das Wasser ist schön angenehm. Ja, ich will ja auch, aber ich kann meine Sachen nicht unbeaufsichtigt lassen. Ich habe Geld dabei. Ich werde mir was einfallen lassen. Eine Haarbürste kann ein tolles Versteck sein. Entfernt das obere Teil mit dem Borsten und legt euer Geld hinein. Schließt die Bürste wieder und ihr seid fertig. Ihr könnt euch in Ruhe entspannen und im Wasser schwimmen. Es sieht aus wie eine normale Haarbürste. Und wer wird schon eine Haarbürste klauen? Wenn ihr eure Fantasie benutzt, könnt ihr am Strand immer was Witziges erfinden. Sogar eine Tube Kleber können wir gut gebrauchen. Tragt aber davor unbedingt Sonnencreme auf. Wie wär's mit einem Tattoo? Nur ein bisschen Fantasie und Geduld. Und das Tattoo ist fertig. Und dann wird die Sonne nur noch den Rest erledigen. Je länger ihr in der Sonne bleibt, desto schöner wird das Tattoo. Wir müssen unbedingt Fotos machen. Ach übrigens, ihr könnt niemanden mit normalen Bildern beeindrucken. Wenn ihr wirklich außergewöhnliche Fotos haben möchtet, könnt ihr eine verspiegelte Sonnenbrille verwenden. Legt die Brille direkt in den Sand oder auf die Steine. Platziert die Brille so. Und jetzt könnt ihr anfangen zu posieren. Das ist doch einzigartig, oder? Und super stylisch. Oh ja, alle Bilder sind total super geworden. Oh, unsere Haut pelzig. Das ist das Blöde, wenn man einen Sonnenbrand hat. Oh, und es juckt. Aber Niki weiß, was man da machen kann. Ihr braucht eine normale Socke. Füllt sie mit Sand. Entfernt die pellende Haut mit der Socke. Das ist schon viel besser.
Das ist wie ein Peeling-Schwamm. Wie fandet ihr unsere Sommer-Lifehacks? Schreibt uns, welchen Hack ihr ausprobiert und wo ihr euren Urlaub verbracht habt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.